Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier geht es um Autismus. Und heute um die Frage, was ist das konkretistische, also das überkonkrete Sprachverständnis? Konkretistisch, also überkonkret, bedeutet, Sprache wörtlich zu verstehen. Viele Menschen im Autismus-Spektrum verstehen Sprache wörtlich. Das heißt, sie haben Probleme mit Ironie. Wenn ich etwas ironisch sage, meine ich das Gegenteil von dem, was ich wörtlich sage. Also, wenn Sie das erste Mal mit einem Menschen im Autismus-Spektrum zusammen frühstücken und der gießt Ihnen versehentlich den Kaffee über die Hose und Sie kommentieren das mit "Oh, super, herzlichen Glückwunsch, prima Start", dann kann es sein, dass der Mensch im Autismus-Spektrum sich wundert und denkt, Mama hat zu Hause immer geschimpft, aber die freut sich ja echt. Und am nächsten Tag auf sie zuläuft mit der Tasse in der Hand und sagt, guck mal, ich mache heute nochmal. Und wenn sie jetzt anfangen zu schimpfen, ist er völlig durcheinander, weil er denkt, die hat sich doch gestern gefreut. Ironie wird also schlecht verstanden, wenn jemand ein überkonkretes Sprachverständnis hat. Kinder lernen erst im Alter von 4 bis 6 Jahren üblicherweise Ironie zu verstehen. Menschen im Autismus-Spektrum haben oft als Erwachsene damit noch Probleme. Grundsätzlich gilt, Menschen im Autismus-Spektrum können alles lernen, wenn uns einfällt, wie wir es ihnen beibringen. Neurotypische Kinder lernen das Verstehen von Ironie scheinbar ganz von allein. Das ist natürlich nicht von allein. Sie haben viele, viele Übungseinheiten, aber die bemerken wir fast gar nicht. Aber zurück zum konkretistischen Sprachverständnis. Ironie ist also schwierig. Schwierig sind auch indirekte Aufforderungen. Aufforderungen, bei denen wir also nicht ausdrücklich sagen, was wir wollen. In einem Wohnheim sagt ein Betreuer in meiner Anwesenheit zu einem Erwachsenen mit der Diagnose frühkindlicher Autismus, du, guck mal, ob die Kartoffeln schon weich sind. Wir redeten beide und stellten nach einiger Zeit fest, wir kommen gar nicht wieder und gingen gucken und fanden ihn in der Küche über den Topf gebeugt und konzentrierend schauend. Schau mal, ob die Kartoffeln schon weich sind. Wo würden Sie hinschauen, um festzustellen, dass die Kartoffeln weich sind? Und wenn Sie es denn sehen würden, dass sie weich sind, wollten Sie die dann noch essen? Aber der Fehler war noch einer mehr. Es ging nicht darum, nur herauszufinden, sondern der Betreuer wollte natürlich wissen, ob die Kartoffeln weich sind. Das hätte also heißen müssen, prüfe mit dem Messer oder der Gabel, ob die Kartoffeln weich sind und komm zu mir zurück und sag, was du herausgefunden hast. Wir sprechen oft sehr verkürzt und es gibt dann solche indirekten Aufforderungen, die für Menschen im Autismus-Spektrum schwer verstehbar sind. Eine andere Situation. Ein Jugendlicher mit Asperger-Syndrom kommt an eine Schule, in der Schulleiter an seine Tür ein Schild gehängt hat. Bitte klopfen. Er hatte sich darüber geärgert, dass viele Schüler in der Pause einfach in sein Zimmer stürzten, ohne anzuklopfen und das herein abzuwarten. Dieser Schüler mit Asperger-Syndrom sah also das Schild bitte klopfen und jedes Mal, wenn er an der Tür vorbeiging, klopfte er an die Tür. Der Schulleiter war fürchterlich wütend, riss irgendwann die Tür auf, schnappte ihn, holte ihn herein und sagte, was fällt dir ein, hier immer an die Tür zu wummern? Und der Jugendliche mit Asperger-Syndrom sagte, aber Sie haben es doch extra angeschrieben. Ich bin der Einzige, der sich dran hält. Ja, die Aufforderung hieß eben nicht, bitte klopfen, sondern wenn du herein möchtest, klopfe bitte an und warte darauf, dass ich hereinrufe. Solche indirekten Aufforderungen verwenden wir im Alltag viel häufiger als direkte Aufforderungen. Alle Fragen, die als Aufforderung gedacht sind. Könnte jemand, weiß jemand, wollen wir weitermachen? Das sind immer indirekte Aufforderungen. Hiermit haben Menschen im Autismus-Spektrum oft Schwierigkeiten und verhalten sich dann völlig unerwartet und unerklärlich für andere Menschen. Dass ein Ding mehrere Bezeichnungen haben könnte, die oftmals vom Kontext, also vom Zusammenhang abhängig sind, ist für Menschen im Autismus-Spektrum oft schwierig. Ich war in einem Kindergarten zu Besuch und habe mir ein kleines Mädchen angeschaut und die Erzieherin sagte zu diesem kleinen Mädchen, du, bring schon mal deinen Teller raus. Ich saß und dachte, na, sie wird gleich wiederkommen, ich muss ihr nicht folgen. Mein Blick fiel durch das Fenster in den Garten und plötzlich sah ich sie in Strumpfhose und T-Shirt mit dem Teller auf der Terrasse. Raus!
ein neurotypisches Vorschulkind weiß schon, dass es verschiedene Rausse gibt, in Abhängigkeit von der Situation. Wir bringen den Müll raus, heißt in den Mülleimer. Wenn die Erzieherin zu den Kindern sagt, Kinder, die Sonne scheint, wir gehen raus, dann gehen sie nicht alle in den Mülleimer, sie gehen in den Garten. Und wenn die Erzieherin sagt, wir bringen den Teller raus, dann ist es nicht der Mülleimer, dann ist es nicht der Garten, dann ist es der Essenwagen im Flur. Also raus ist eine Bezeichnung, die von der Situation abhängig ist. Diese Situationsabhängigkeit, die Kontextabhängigkeit, die können Menschen im Autismus-Spektrum oft ganz schlecht bestimmen. Warte mal kurz, das besprechen wir später. Warte 5 Minuten, das machen wir schon noch. All das sind auch Zeitangaben, die für Menschen im Autismus-Spektrum sehr unklar sind. Metaphern, Redewendung. Oh je, Leute, das ist aber schon spät. Jetzt ein bisschen Ballett. Dann erwarten wir nicht, dass jemand tanzt. Viele Metaphern und Redewendungen kann man gar nicht 1:1 übersetzen und trotzdem kennen sie die meisten Menschen in ihrer Muttersprache. Menschen im Autismus-Spektrum können sie auch lernen. Aber wie wir Vokabeln in einer Fremdsprache lernen. Und selbst wenn sie 1000 Metaphern und Redewendungen gelernt haben, schützt sie es nicht vor der 1001. Unsere Sprache ist sehr reich an Doppeldeutigkeiten. Wir sprechen ganz selten ganz direkt aus, was wir meinen. Wir können zwischen den Zeilen lesen. Das ist für Menschen im Autismus-Spektrum eine Geheimsprache. Extrem schwer. Deshalb sind Interpretationen für Menschen im Autismus-Spektrum auch wirklich eine Schwierigkeit. In der Schule ist das oft ein Problem und hier haben sie ein Recht auf einen Nachteilsausgleich. Denn ebenso wenig, wie wir von einem Farbenblinden eine Farbanalyse beim Bild erwarten können, können wir erwarten, dass Menschen im Autismus-Spektrum eben genau über diese Kompetenzen verfügen. Wie stark diese Schwierigkeiten sind, zwischen den Zeilen zu lesen, hängt sehr individuell von dem Menschen im Autismus-Spektrum ab. Denn denken Sie dran, nichts ist unmöglich. Autismus.